Hier ist was geht ab, aber wieder am Start. Herzlich willkommen zu einem neuen Craft-Me-Video, meine Freunde. Wir befinden uns wieder zurück in Minecraft-Stadt. Wir sind wieder hier zurückgekommen, Leute. Und oh, guckt euch das mal an, Leute. Mein Haus wurde repariert. Wie nice. Und einfach, mein Haus ist wieder repariert. Mir ist nichts Schlimmes hier passiert. Ja gut, jetzt haben wir die Wand umsonst gesetzt, ne? Leute, bei der Auto stehen noch da überall. Aber wir müssen mal gucken, dass wir unsere Schlüssel auch wieder kriegen. Weil guck mal, das ist locked. Das ist locked. Das ist locked. Also Leute, Autos müssen wir auf jeden Fall wieder rankriegen hier. Aber sollte kein Problem sein. Ne, das ist das Auto von Rustik, Leute. Das ist das Auto von Rustik. Wir werden uns hier einiges... Diese ekelhaften Menschen. Irgendwer hat hier... Mein Haus ist auch nicht repariert, Leute. Oh nein. Okay, bei uns wird was platziert, meine Freunde. Ich sehe auch gerade, ich habe keinen Shader an. Wartet, lass mich das mal ganz kurz hier fixen. Ah. Dreckigen Ameisen, Leute. One second, meine Freunde. Okay, meine Freunde, wir sind wieder zurück mit dem schönen Channel. Sieht das Ganze auch viel besser aus, Freunde. Aber guck mal, was die bei mir reingeplaced haben. Oh, jetzt laufen hier überall Ameisen bei mir rum, meine Freunde. Und die müssen wir jetzt irgendwie eliminieren. Okay, da ist eine. Weg mit der. Habe ich da unten irgendwo eine gesehen? Oha. Wie groß sind die denn? Das sind ja Monster-Ameisen. Wir müssen nachladen. Au. Gott. Ihr Ekelhaften, wer auch immer das war, Alter. Das gibt auf jeden Fall Ärger. So, wir machen das mal kurz hier alles wieder weg. So, okay, Leute. Die Ameisen, um die haben wir uns erstmal gekümmert. Ey, ich habe hier alles voll mit diesen Dingern, ne? Was ist das denn jetzt hier? Blatt, was? Blattschneider-Ameisenkarve oder so ein Mist, Leute. Okay, warte mal ganz kurz. Wir müssen die Ameisen hier loswerden. Okay, Freunde. Ich habe hier noch irgendwo eine Ameise rumlaufen sehen, oder? Ja, oha, Alter. Das ist ja eine richtige Oschen da unten. So, weg mit... Oh, nein. Oh, okay, das war nur eine kleine. Das war nur... Oh, Leute, jetzt habe ich automatisch Jump an. So, okay, die haben wir auch erledigt, Leute. Ey, Mann, Alter. Wieso macht die einfach hier alles kaputt, meine Freunde? Ich habe noch niemandem was getan. Wartet mal. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, wir müssen das hier einmal so durchconnecten, Leute. Dann wird das hier einmal so durchconnected. Dann kommt da das ganze Glas hin. Okay, das haben wir schon mal ganz gut, Leute. Das heißt, da wird jetzt nicht zu viel kaputt gehen. Okay, also den Bereich haben wir schon mal gesaved. Jetzt müssen wir den Bereich hier auch noch irgendwie... Okay, hier oben ist eigentlich alles relativ repariert. Jetzt sind gut, hier sind zwei Dinger kaputt. Das sollten wir aber schnell wieder repariert haben. Da müssen wir nur ein Holz bisschen lang ziehen. Das ist kein... Au! Problem. Oh Gott, hä? Was denn hier passiert? Warum ist da so viel Sand? Oh gut, Leute, ich habe Angst gehabt. Sag euch, ich habe Angst gehabt, dass da jetzt jemand kommt und ein bisschen Ärger macht. So, lasst uns aber erstmal unseren weißen Beton hier reintun und wir wieder ein bisschen Platz haben, Freunde. Unser Betonding ist schon mal voll, was per se aber nicht schlimm ist. Wir essen das mal zu, Leute. Wir müssen auf jeden Fall heute unser Haus reparieren, Leute. Da fehlt leider kein Weg dran vorbei. Wir müssen unser Holz reparieren und ja, ist halt leider so. Oh, guck mal, wie schön das aussieht jetzt hier, ne? Okay, hier ist eigentlich alles Gucci, ne? Also... Das Einzige, was halt nochmal nachgemacht werden muss, ist halt so ein bisschen Glas und, Ja, Leute, aber eigentlich geht's eigentlich, ne? Von hier aus so. Das heißt, hier war noch eine... Hier kann man noch eine Wand runterziehen. So, müssen aber erstmal mit Holz alles nachsetzen. Das heißt, Leute, wir müssen uns Holz besorgen gehen, ja? Wir müssen in die weite, böse Welt Holz holen. So, wir haben aber leider kein Tropenholz mehr hier. Das heißt, wir müssen irgendwo rüberfahren, Leute. So, wir gucken mal. Ach du heilige Leute, das ist alles hier kaputt nur, ne? Oh, oh, warte mal. Oh, es funktioniert sogar. Warte, wie viel Fuel hat das? Oh, es hat doch gut Fuel, Leute. Das heißt, damit können wir noch rumfahren, Leute. Damit können wir Holz holen gehen. Oh, wichtig und richtig, meine Freunde. Wichtig und richtig. Aber hier ist alles, ne? Ist eigentlich alles erledigt. Wir müssen natürlich jetzt mal kurz gucken, ob wir es schaffen, hier rüber zu kommen. Aber eigentlich hier durchfahren sollte kein Problem sein. Dort ist alles leider nur normales Holz. Wir brauchen Tropenholz, Leute. Ich will dieses Tropenholz behalten. Hier hat auf jeden Fall jemand Erde weggehauen. Was will ich auch noch machen? Warte mal ganz kurz. Lass uns. Wir müssen mal gleich gucken, wie viel Geld. Wir haben 152 Dollar. Ey. Wir haben
haben 152 Dollar, meine Freunde. Das heißt, wir brauchen auch Erde. Wir müssen auch demnächst wieder arbeiten gehen. Ach, oh mein Gott. Das wäre jetzt fast schief gegangen hier, Freunde. Da hätte ich fast jetzt einen Dummen gemacht und wäre runtergefallen. Was aber nicht schlimm ist. So, wir gucken mal ganz kurz. Hier, guck mal, hier können wir zum Beispiel... Na, guck, das war so klar, dass der Sand hier runterfällt. Das war so klar, dass der Sand da runterfällt. So, was kein Problem. Wir werden hier rüberfahren, Leute. Und wenn jetzt nach einem kleinen Dschungelding suchen, ja. Wir werden jetzt natürlich verschiedene Brücken bauen. Obwohl, nee, da waren wir, glaube ich, schon. So, ich muss jetzt hier eine Brücke hochbauen, Freunde. Machen wir das mal ganz schnell. Easy peasy, sehen wir uns gleich wieder. Leute, leider habe ich kein Dschungelbiom gefunden und keine Dschungelbäume. Das Einzige, was noch hier übrig sind, glaube ich, die Dinger hier, ne? Lass uns mal das mal ganz kurz... Oh, hier sind noch ein paar. Aber nur so ein bisschen, wisst ihr? Ist nichts Besonderes. Hat irgendwer nicht richtig abgebaut. Obwohl ich eigentlich immer jemand bin, der alles abgebaut hat, ne? Muss man leider auch mal ganz kurz zugegeben haben. So, wollen wir mal gucken, ob diese Dinger hier ausreichen werden, meine Freunde. Guckt mal. Ja, selbst das ist kein Dschungelbiom, Leute. Ah, Mann, das macht mich... Oha, hä? Wie cool sieht das denn jetzt aus, Leute? Oh, hier ist ein schöner Dschungelbaum. Nein. Oh, das war nicht mit Absicht. Das war jetzt nicht mit Absicht, Freunde. Ja, egal, kommt, Leute, ist mir jetzt auch egal wieder. Och, ich habe mit dem falschen Ding abgebaut. Ach, Leute, kommt, lass nicht drüber reden. Aber wir kriegen hier eh alles hier einmal so down. So, jetzt haben wir hier ein bisschen Dschungelholz, was schon mal ganz nice ist, Leute. Ich glaube, hier drunter ist Dschungel, ne? Ja, ja, hier drunter ist auch noch Dschungel. Wir haben jetzt, guck mal, wir haben 9 Stück, Leute. Das sind 36 Holzdinger. Wir werden viel mehr brauchen. Oh, ein kleines Fußballfeld ist auch hier am Start. Die Leute sind hier am Bauen. Was bietet der mir an? Leider kein Sombrero. Sombrero würde ich feiern, meine Freunde. Aber wir werden uns jetzt immer ransetzen und unser Haus wieder reparieren. Aber ich finde es schade, dass ich viel geprankt wurde mit Ameisen, Leute. Aber egal, das lassen wir uns nicht bieten. Das gibt auf jeden Fall Rache, meine Freunde. Das wird auf jeden Fall Rache geben. Wer war das, Leute? Wer war das? Wer hat in meinem Haus einfach Ameisennester geplaced, damit da Ameisen kommen und mich killen, Leute? Zum Glück habe ich so viel Glas benutzt, dass man gar nichts sieht, beziehungsweise dass man es direkt sieht, dass da welche drin sind und mir nichts passieren kann. So, ich werde mal ganz kurz das Auto hier austeilen. Und es wird Zeit, dass wir uns eine dicke Rüstung bauen, Leute. Weil ich glaube, es kommt bald die Zeit, wo der ein oder andere hier zur Rechenschaft gezogen wird, weil er mich so doof angemacht hat. Das lasse ich mit mir nicht mehr so bieten, Leute. Die Zeit des guten Amirs ist vorbei, der alles hier in Frieden klären will. Es wird, glaube ich, Zeit, wer den Kämpfer-Amir, der auch die Himmelskrieger damals mitgeführt hat, mit Vive zusammen, dass die wieder mal aktiv werden und zeigen hier, dass wir keine Schmalspuren sind, ja. Guck mal hier, Cobblestone hat ein paar Sachen hier ersetzt. Okay, wer auch immer das hier war, würde mich interessieren. Also, beziehungsweise würde mich interessieren, wer es war. So, okay, haben wir hier erstmal alles zugemacht wieder. Wir müssen hier alles wieder zumachen, Leute, ne? Deswegen meine ich ja, das wird echt kein Au. Zucker stecken. Leute, wir sind gerade dran, hier alles zu reparieren. Lasst mir mal gerne ein Like und ein Abo da. Ich würde sagen, schreibt mir die Kommentare rein, wer das war. Es gibt auf jeden Fall, die Rache wird kommen, meine Freunde. Like, Abo lassen. Tschö mit ö, euer Amir.